So Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Tutorial-Reihe. Die nennt sich Alles über. Und heute zeige ich euch alles über den Mass Fabricator. Den seht ihr hier schon. Dieses Video ist in drei große Sektoren aufgeteilt. Erstens Vorstellung vom Mass Fabricator. Also was kann er, wie craftet man ihn und wie funktioniert er? Zweitens, wie aktiviert man ihn? Denn sollte bei eurer Feed the Beast Version GregTech installiert sein, wird er wahrscheinlich nicht aktiviert sein. Den muss man dann erst aktivieren, bevor man ihn craften kann. Und drittens, wie funktioniert er automatisiert? Da zeige ich euch dann einen automatisierten Mass Fabricator Kreislauf. Entschuldigung, ich habe leicht Husten. So, aber wir kommen zu erstens der Vorstellung des Mass Fabricators und dann auch gleich zu dem Punkt 1.1, was kann er? Der Mass Fabricator kann UU Matter herstellen. Und UU Matter ist das wertvollste Material, das es in Feed the Beast gibt. Also, mit UU Matter kann man ja fast alles craften. Was man damit alles craften kann und wie die Rezepte sind, findet ihr einen Link in der Beschreibung. Außerdem findet ihr in der Beschreibung einen Link zum Mass Fabricator in der Feed the Beast Wiki, allerdings in der unoffiziellen, weil ich die ehrlich gesagt übersichtlicher und besser finde. Wer es in der offiziellen nachschlagen will, der muss dann in die offizielle gehen. Außerdem findet ihr alle nötigen Informationen, die ihr noch braucht, in der Videobeschreibung. Zum Beispiel, wie das Texture Pack heißt und wie ihr es runterladen könnt. Ja, Husten. So, genau, das kann er, der Mass Fabricator. Und jetzt kommen wir zu Punkt 1, ja. Wie craftet man ihn? Das ist jetzt ein bisschen aufwendig. Und zwar, also ihr könnt sehen, wie ihr ihn craftet, wenn ihr hier entweder den Recipe Mode aktiviert habt und dann hier unten Mass Fabricator oder jetzt hier bloß Mass, weil er filtert das dann raus, Mass Fabricator eingibt und dann draufklickt. Oder ihr könnt auch über das Item gehen und dann mit R draufklicken und dann seht ihr auch, wie man es craftet. Also, der Mass Fabricator wird gecraftet aus 4 Glowstone Dust in den Ecken, einem Advanced Circuit, 2 Advanced Circuit, einer in der Mitte unten und einer in der Mitte oben, 2 Advanced Machine Blocks, einer in der Mitte, in der Mitte links und einer in der Mitte rechts, Entschuldigung, und einem Lapitron Crystal, komplett in der Mitte. Den Advanced Circuit craftet man aus 4 Redstone, 2 Glowstone Dust, 2 Lapis Lazuli und einem Electronic Circuit. Den Electronic Circuit wiederum craftet man aus 6 Copper Cable, 2 Redstone und einem Refined Iron. Copper Cable craftet man aus, ihr seht jetzt das Rezept hier durchlaufen, aber man kann es mit, wenn man Shift drückt, kann man ein Rezept anhalten. Craftet man aus 6 Rubber, wobei es egal ist, ob man diesen schwarzen Rubber hier hat oder diesen Rubber Bar und 3 Copper Ingots. Also ist egal welches. Oder auch die Anordnung hier so ist egal. Und dann bekommt ihr halt hier 6 Copper Cable raus. So. Das waren die Advanced Circuits. Wir machen weiter mit den Advanced Machine Blocks. Die Advanced Machine Blocks kriegt man aus einem Machine Block, ja gut, das ist logisch irgendwie, 2 Advanced Alloy und 2 Carbon Plates. Die Advanced Alloys macht man aus einem Mixed Metal Ingot, das man im Kompressor, kompressiert. Und craften tut man die Mixed Metal Ingots durch 3 Refined Iron, 3 Bronze und 3 Tin. Dann bekommt ihr hier auch 2 Mixed Metal Ingots raus.
Dann wären wir bei den Carbon Plates. Die Carbon Plates craftet man, indem man Raw Carbon Mesh in den Kompressor, ja, kompressiert wieder. Die Raw Carbon Mesh macht man aus zwei Raw Carbon Fiber. Und ein Raw Carbon Fiber macht man aus Coal Dust. Coal Dust bekommt ihr, ja, hier, das ist die aufwendige Variante. Das ist auch aufwendig hier. In den Pulverizer müsst ihr Kohle packen und der macht das dann zu Coal Dust. Oder ihr packt es in den Maserator und er macht dann Coal Dust daraus. So. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Doch, ich habe den Lepetron Crystal vergessen. Den Lepetron Crystal craftet man aus 6 Lapis Lazuli, 2 Electronic Circuits, die habe ich gerade vorhin gezeigt, wie man die craftet, und einem Energy Crystal. Der Energy Crystal wird aus einem Diamant und 8 Redstone gecraftet. So, jetzt ist das Rezept vollständig. Und wir können zu Punkt 1.3 übergehen. Wie funktioniert er, dieser Mass Fabricator? Also, der Mass Fabricator braucht Strom. Er kann hier durch diese MFSUs gepowert werden. Also dadurch, dass man ihn anschließt. Und jetzt seht ihr hier schon Progress 4%, 5%. Diesen Progress kann man verschnellern, indem man Scrapboxen reintut. Diese Scrapboxen craftet man aus Scrap, die bekommt man, wenn man in einen Recycler irgendwelche Items reinwirft. Und dann bekommt man mit einer Chance von 1 zu 6, 1 zu 8 oder so. Ich glaube aber 1 zu 6 war es. Weiß ich jetzt nicht genau. Bekommt man dann dieses Scrap. Daraus kann man dann Scrapboxen machen. So, wenn man die jetzt da reinlegt, dann seht ihr, da unten, das ist sozusagen der Wert der Scrapbox. Und der geht halt immer weiter runter und verschnellert den Prozess. Und jetzt seht ihr oben schon das erste UU-Meter. Allerdings kann dieser Prozess noch verschnellert werden, indem man an einer anderen Seite nochmal so einen MFSU anschließt. Das geht nicht. Warte, ich zeige jetzt erstmal, dass es hier noch schneller ist. Also der rast jetzt. Das geht nicht, wenn ich den jetzt hier so anschließen würde. Also so und hier weg drin. Denn ein Kabel kann nur eine maximale Anzahl an, ja, Strom leiten. Und das tut's bereits, wenn man genug Strom leiten kann. Na, ihr seht hier, der MFSU ist voll. Sprich, ihr müsst es von einer anderen Seite anschließen und dann arbeitet er auch richtig schnell. Das könnt ihr natürlich mit einer dritten Seite auch noch machen und dann wird er immer schneller. Ihr könnt das natürlich von oben, von unten, hier von unten und hier von dieser Seite auch noch machen. Aber genau so funktioniert er. Es funktioniert allerdings nicht nur mit Scrapboxen, das habe ich jetzt vergessen. Na? Scrap. Man kann. Ja, ich bin ein schlauer Mensch. Ja. Man kann auch Scrap reinlegen. Allerdings, ihr seht, der Scrap hat nicht die genaue Wertigkeit wie die Scrapbox. Also die Scrapbox, da bekommt man sozusagen noch einen Gewinn raus an Wertigkeit, nenne ich das jetzt einfach mal. So, das soll's aber zur Funktion des Mass Fabricators gewesen sein. Ich zeige euch jetzt gleich im Punkt 2, wie man ihn in GregTech aktiviert. Sollte man GregTech installiert haben. Bis gleich. So, ich zeige euch jetzt, wie ihr den Mass Fabricator in GregTech aktiviert. Also, wir schauen uns erstmal Feed the Beast an. Hier bei Feed the Beast Ultimate. Ihr könnt hier die Mod auswählen und dann hier auf Mod bearbeiten gehen. Und dann seht ihr, na, wo ist G? GregTech. GregTech ist der Mod, ist die Mod, die dafür verantwortlich ist, dass der Mass Fabricator nicht, beziehungsweise kein Rezept hat. Der Block Mass Fabricator ist da im Spiel, aber
Er kann nicht gecraftet werden. Und dafür ist GregTech verantwortlich. So, dann zeige ich euch mal, wie ihr das jetzt deaktiviert. Also ihr könnt ganz GregTech deaktivieren, indem ihr einfach hier auf Deaktivieren klickt. Dann ist GregTech hier drüben bei den deaktivierten Mods. Aber ich lasse ihn jetzt mal drin. Wer mit GregTech spielen will, was ich nicht empfehle, weil GregTech das Spiel nur schwieriger macht eigentlich. Entschuldigung. Also verschwierigt Crafting-Rezepte unnötig und so weiter. Aber wer trotzdem damit spielen will, dem zeige ich jetzt, wie ihr den Mass Fabricator aktiviert. Dazu geht ihr jetzt erstmal auf Optionen und schaut, wo ihr das Spiel installiert habt. Bei mir ist es zum Beispiel jetzt auf meiner E-Festplatte, bei Program Files und dann x86 und dann Feed the Beast. Und zwar, ne, jetzt bin ich schon zu weit, ich bin auf meiner E-Festplatte, hier Program Files, Feed the Beast, dann auf Ultimate, weil das ist halt jetzt Feed the Beast Ultimate. In den anderen weiß ich jetzt nicht, wie da GregTech, ob da GregTech installiert ist. Wenn GregTech installiert ist, ist der Mass Fabricator wahrscheinlich deaktiviert. Dann geht ihr auf Minecraft, dann auf Config. In der Config-Datei dann auf GregTech und dann auf Recipes. Die Recipes-Datei öffnet ihr, wenn ihr gefragt werdet im Editor. Also bei mir öffnet das jetzt automatisch schon. Oder ihr könnt auch hier sagen, öffnen mit und dann hier den Editor auswählen und wenn er nicht ausgewählt ist, hier bei anderen Programmen den auswählen. Aber jetzt hierzu, dann scrollt ihr runter, bis ihr hier bei EC2 Recipes, also Industrial Craft 2 Rezepte, den Mass Fabricator findet. Bei mir ist er jetzt auf True, bei euch wird er dann, wenn ihr nichts verändert habt, auf False stehen, aber ihr müsst auf True ändern, damit Entschuldigung nochmal, damit er aktiviert wird. Dann speichert ihr das entweder mit Steuerung S oder hier Datei speichern. Ihr schließt das Ganze. Und jetzt ist der Mass Fabricator aktiviert. Und nachdem ich euch jetzt gezeigt habe, wie man ihn in GregTech aktiviert, den Mass Fabricator, wir sehen ihn hier, zeige ich euch jetzt, wie ihr automatisch betrieben wird bei dem Punkt drittens. Also, ihr seht hier vorne den Mass Fabricator, der wird hier durch diese Pneumatic Tube mit Scrapboxen beliefert, wenn er Scrapboxen braucht. Jetzt sind 64 drin, also braucht er keine. Also es passen keine mehr rein. Sollte irgendwann UU-Matter produziert worden sein, wird hier durch diese Holzleitung, mir fällt jetzt der Name nicht mehr ein, und diese Redstone Engine hier das UU-Matter rausgepumpt und in diese Kiste verfrachtet. Jetzt erstmal zur Erzeugung der Scrapboxen. Warp, ja, das ist jetzt mit Jetpack ein bisschen ungewohnt wieder. Also die Scrapbox wird produziert. Nein, fangen wir anders an. Wir fangen ganz bei den Basics an. Und zwar bei Cobblestone. Ja, wir brauchen Cobblestone. Und zwar wird hier der hier in diesen Igneous Extruder wird der produziert. Unendlich. Wenn man da einmal Lava und einen Wassereimer reinkippt, produziert der unendlich viel Cobblestone. Und ich habe ein paar Teile davon. Und der ganze Cobblestone wird hier vortransportiert. Natürlich sind hier auch noch ein paar, die werden direkt hochtransportiert. In diese Kiste, hier wird durch diesen Verteiler, den ihr hier seht, also Verteiler, den Filter, wird Cobblestone aus dieser Kiste rausgefiltert. Und durch diese Pneumatic Tubes einmal nach da hinten, einmal nach da hinten transportiert. Ich kann jetzt mal zeigen, wo die Pneumatic Tubes nach da hinten hingehen. Die gehen zu diesen Recyclern. Und zwar Cobblestone wird halt hier recycelt zu Scrap. Der Scrap wird wieder durch die Redstone Engines raustransportiert. Hier noch schön mit Iron Pipes,
wird er davon abgehalten, dass der Scrap, wenn er zum Beispiel hier jetzt langläuft, dass hier weiter langläuft, und wird hier halt daran gehindert und läuft wieder in die andere Richtung. Das gleiche auch hier, dass er da nicht reinläuft. Und der läuft dann hier lang. Ja, ich weiß, das ist eine leichte Überproduktion, aber ich habe lieber zu viel als zu wenig. Läuft dann hier unten durch das, ihr seht, diese Gold Pipes. Die seht ihr unten, die laufen da hinten weiter und dann da hoch. Kann ich jetzt mal kurz zeigen, wo die hingehen. Die gehen da hinten hin. Hier kommen sie raus. In, bei der Diamond Chest. Und die Cobblestones, die durch die Entschuldigung, die durch die Pneumatic Tube hier hoch, ja, verfrachtet werden, landen in dieser Kiste. Die kann ich jetzt leider nicht öffnen, weil drüber einer der Filter ist. Hier stehen wieder zwei Recycler und die arbeiten auch schön. Da wird halt dann auch wieder das Scrap durch diese Pipes in diese Kiste verfrachtet. Und nein, das ist nicht alles. Ich habe hier noch eine Diamantkiste voll, hier noch eine Diamantkiste voll und die ist auch schon ein bisschen voll. Damit wir auch ja keinen Scrap-Mangel irgendwann kriegen. Dieser Filter. Also alle Filter müssen natürlich über diese ja, Dinge hier gepowert werden. Mit einem Timer und so, aber das erkläre ich in einem anderen Tutorial. Der Filter zieht das alles rein in einen Automatic Crafting Table. Und zwar heißt das, wenn in diesem Crafting Table, das kann man einstellen, dieses Rezept, also in dem Inventar hier, dieses Rezept vorhanden ist, dann soll er bitte eine Scrapbox, dann soll er bitte das hier craften. Dieser Filter zieht aus der Diamond Chest den Scrap in den Automatic Crafting Table. Und da hier oben dann das alles ja, zu finden ist, ja, dieses Rezept, dann produziert eine Scrapbox. Und diese eine Scrapbox wird dann von diesem Filter hier, hier kann man zum Beispiel auch einstellen, dass man nur Scrapboxen rauszieht, wird dann hier oben rausgezogen und zum Mass Fabricator geleitet. Ihr seht, die laufen auch noch nach da unten weiter, weil ich hier oben im Haus. Ich habe jetzt mal die schnelle Hose hier ausgezogen. Könnte ich einmal anziehen. Quantum Suit. Die wird hier hinten auch. Na, hier hinten hin. Wo ist es denn? Okay, ich habe es zugebaut. Das ist sehr schlau. Zu diesen Mass Fabricatoren geleitet. Und ja. Beliefert die hier auch mit Scrapboxen. Ich weiß, das ist nicht alles optimal verbunden mit Kabeln und so, aber das ist mir gerade auch scheißegal. Also ihr produziert hier schon einiges an UU-Matter, wenn ihr das ein bisschen laufen lasst. Hier auch noch ein bisschen was. So, aber das war das Automatische. Hier hinten kann ich nochmal schnell den Timer zeigen. Den Timer zeigen, dass das Ganze hier hinten powert. Diese ganzen roten Linien, Kabel nenne ich sie mal. Ja, und das war das erste Tutorial. Alles über den Mass Fabricator heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es werden weitere Tutorials folgen. Ich betone jetzt nochmal, alle Infos, die ihr braucht, sind in der Videobeschreibung zu finden. Wenn ihr Wünsche habt, an Tutorials, die ich machen soll, schreibt sie in die Kommentare. Ich lese alles. Und vielleicht ist dann auch schon dein Vorschlag das nächste Tutorial. Wir sehen uns dann. Bis dann. Ciao.